Ludwig weiß was. Hey, was ist denn mit unserer Lehrerin? Die kommt doch nicht zu spät. Die hat sicher im Lotto gewonnen und kommt nicht mehr wieder. Ein Onkel von mir hat auch im Lotto gewonnen und sich eine Insel gekauft. Wow. Schokoladeninseln, die wären toll. Hoffentlich kriegen wir keine Vertretung. Na, bei dem Glück, das wir haben, kriegen wir bestimmt eine alte Hässliche mit falschen Zähnen und Haaren in den Ohren. Echt, die ist 100 Jahre alt, so wie die aussieht. Ja? Tut mir den Gefallen, laut zu sprechen, denn ich bin ein bisschen schwerhörig. Gut, ich glaube, ihr habt heute Morgen Erdkundeunterricht, so viel mir bekannt ist. Ich werde die Karte holen, Frau Lehrerin. Hey, Moment mal, junger Mann, wie kommst du dazu, einfach aufzustehen? Ich will nur die Karte holen für den Erdkundeunterricht. Aber was ist denn das für ein seltsames Benehmen? Man darf doch nicht einfach ohne Erlaubnis aufstehen. Du da! Wie heißt du? Ludwig. Sehr schön, Ludwig. Dann geh mal und hol mir die Karte. Ja! Danke, Frau Lehrerin. Aber ich... Das reicht. Ich sehe mit Bedauern, dass wir es hier mit einem Dickkopf zu tun haben. Wie heißt du bitte? Ich heiße Adalbert. Albert! Das werde ich mir merken. Und ich rate dir, Albert, dass du dich von jetzt an nicht mehr bemerkbar machst. Verstanden? Danke, mein kleiner Ludwig. Schön, dass du so schnell gewesen bist. So, unser heutiges Thema lautet das Auseinanderdriften der Kontinente. Was schreibt die denn bloß? Ich weiß nicht, ich kann nichts erkennen. Sie schreibt zu klein. Hallo? Frau Lehrerin! Die hört nichts. Die ist echt taub wie eine alte Nuss. Wenn das so ist, gibt es nur eins. Man muss es ausnutzen. Oh? Hört ihr auch dieses komische Geräusch, Kinder? Hört sich an, als ob Gas ausströmt. Oh! Schnell! Verlasst das Klassenzimmer! Hören Sie, im Klassenraum strömt Gas aus. Die Schule muss unbedingt evakuiert werden. Das ist seltsam. Ich höre überhaupt nichts. Außerdem gibt es überhaupt kein Gas in der Schule. Ich entschuldigen Sie. Die Neue, die ist echt streng. Vor allem hat sie eine feuchte Aussprache. Selbst in England hat es nicht zu viel geregnet. Ich mag sie gern. Jedenfalls schreibt sie viel zu klein. Wir werden noch alle eine Brille tragen müssen, wie Adalbert. Wir tun einfach so, als ob wir mitschreiben. Was riskieren wir denn? Sie ist doch nicht unsere richtige Lehrerin. Du hast recht, stimmt. Wir nutzen das aus und haben ein bisschen Spaß. Was? Ihr habt sie doch nicht alle, ist oder? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ach, hör schon auf, Adalbert. Du siehst doch ganz genau, dass Ludwig jetzt seinen Platz als Lieblingsschüler eingenommen hat. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin es. Lieblingsschüler. Was soll denn das Theater? Na, Albert, musst du wieder auffallen, weil du als Letzter kommst, ja? Schreib das ab und seid schön leise. Ich komm gleich wieder. Hä? Oh, hey, setz dich gefälligst wieder hin. Dein Vater ist doch nicht Glaser. Rutsch rüber. Du versperrst uns die Sicht auf die Tafel. Ein bisschen leiser bitte, Georg. Du gehst sofort wieder auf den Platz. Oh. Ah. Hör auf damit. Ah. Aufhören. Wer hat dich denn gefragt, blöder Streber? Na wunderbar. Nennt ihr das hier vielleicht leise eure Erdkundeaufgabe abschreiben? Und was dich angeht, da du so gern den Hanswurst spielst, machst du das in der Ecke. Und ich will nichts mehr von dir hören. Das ist nicht gerecht. Das sage ich alles meiner Mutter und meinem Vater. Sie werden schon auch sehen. Das Einzige, was ich sehen werde, ist dein Heft. Du bekommst einen Eintrag. Den müssen deine Eltern bis morgen unterschreiben. Was? Das ist ja so, ich nehme an, alle hatten ausreichend Zeit, das abzuschreiben, nicht wahr?
Natürlich werden wir morgen früh darüber einen Test schreiben. Na prima, Leute. Da haben wir alle eine 6 sicher. Warum? Ich dachte, Georg hätte alles abgeschrieben. Hab keine Zeit gehabt. Es ist gar nicht leicht, im Stehen zu schreiben. Du hast vielleicht gut reden, Mann. Wir müssen Adalbert bitten, dass er uns den Stoff gibt. Das ist unsere einzige Chance. Hey, Adalbert! Aua, ich hab doch eine Brille. Ihr dürft mich nicht schlagen. Wir wollen dich doch nicht hauen, du Blödmann. Hä? Wir wollen nur, dass du uns ein Heft borgst, weil wir den Stoff abschreiben müssen. Oh nein, mein Lieber, das kommt nicht in Frage. Euretwegen habe ich einen Eintrag in mein Heft bekommen. Und den Eintrag muss ich meinen Eltern erklären. Wenn wir dir mit dem Eintrag helfen, hilfst du uns dann mit dem Unterrichtsstoff? Na, dann sagt mir erst mal, wie ihr mir helfen wollt. Och, dann mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß, wie das mit den Unterschriften geht. Schubladen sind abgeschlossen. Ich brauche wenigstens die Unterschrift deiner Mutter. Sonst kann ich sie nicht nachmachen. Ach, das wird nichts. Und alles wegen dieser blöden Vertretung. Ohne sie wäre ich immer noch der Lieblingsschüler und alles wäre gut. Die Rettung, Mann. Sie ist doch neu und da kennt sie die Unterschriften nicht. Wir können also irgendwie unterschreiben. Sie merkt es nicht. Stimmt, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Danke, das ist prima von euch, dass ihr mir mit der Unterschrift geholfen habt. Bringt es mir einfach zurück, wenn ihr alles abgeschrieben habt. Vielen Dank, Adalbert. Du bist ein toller Kumpel. Also, der war ganz schön schwer, der Stoff von der Vertretung. Ja, ich habe ihn x-mal lesen müssen, damit ich ihn begreife. Jetzt kann ich ihn auswendig, aber ohne Absicht. Ja, zum Glück hast du uns dein Heft gegeben. Stimmt, du bist ganz schön nett. Jetzt bist du nicht mehr Lehrerins Liebling. Ach, ist doch normal, dass man sich unter Freunden aushilft. Bist du blöd, so zu schubsen? Ich will einen Platz hinten. Die Vertretung spuckt mir sonst den ganzen Tag wieder ins Gesicht. Du da, du siehst mir so aufgeregt aus. Setz dich hier nach vorn, damit ich dich beobachten kann. So, ihr nehmt alle ein weißes Blatt raus. Wir schreiben jetzt den Test über den Erdkundestoff von gestern. Ist es so richtig? Sag mal, weißt du vielleicht die zweite Frage? Spinnst du? Was machst du da? Ich bin fertig, also beschäftige ich mich. Sieh mal. Gib das mal her. Oh. Oh, das ist ja... Du bleibst in der Pause drin und du kannst schon mal dein Heft vorbereiten. Ist mir noch wurscht. Er darf aber nicht glauben, dass wir uns jedes Mal um sein Heft kümmern. Sei schön brav, Albert, und erledige deine Strafarbeit. Ich finde, noch nie war ein Test so leicht. Ja, eine taube Lehrerin ist super praktisch, weil man sich die Antworten zurufen kann. Das habe ich nicht gebraucht. Ich habe alles gewusst. Das war vielleicht ein komisches Gefühl. Zu unserer Zeit war das nicht so. Was machst du denn da mit dem Klebstoff? Wieso? Ist nur ein kleiner Scherz. Ihr habt gesagt, wir müssen ausnutzen, dass unsere Lehrer... Hör auf! Adalbert, du spinnst! Nein, mach das nicht! Doch, ihr werdet sehen, es wird lustig. Achtung, sie kommt! Aber was ist denn das? Ich geht Klebstoff. Oh, das gibt es doch nicht. Ich sehe, ihr seid eine Klasse von kleinen Witzbolden. Na gut, euer Pech. Eure Arbeiten sind unlesbar. Also morgen das Ganze nochmal. Oh nein! Das geht auch für dich, mein kleiner Ludwig. Tut mir leid. Oh nein, nein, das ist aber ungerecht. Na prima, da hätten wir endlich mal eine gute Note kriegen können. Ja, war echt besser, als Adalbert noch Lehrerins Liebling war. Da gab es keine zwei Tests auf einmal. Hey, wollen wir ein bisschen Fußball spielen? Ich nicht, ich muss für morgen üben. Lehrerins Liebling. Und ihr?
Seid ihr mir etwa böse wegen der Sache? Es war doch lustig. Lustig? Findest du es lustig, dass wir den Test nochmal schreiben müssen? Ja, außerdem wollen wir dich nicht in der Bande. Mit dir nimmt es nochmal ein schlimmes Ende. Eure Lehrerin kommt wohl zu spät. Geht schon rein. Ich gebe dir ein Stück Schokolade, wenn du dich für mich in die erste Reihe setzt. Ja, mache ich. Aber ich will 2 Stück Schokolade und 3 Butterhörnchen. Oh, ja, einverstanden. Guten Tag, Kinder. Geht schnell auf eure Plätze. Nein, nicht mehr nötig. Die Vertretung hat mir gesagt, dass ihr während meiner Abwesenheit sehr anstrengend wart. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt wieder anständig benehmt. Adalbert, hol mir bitte die Kreide. Aber Frau Lehrerin, ich möchte... Ach nein, Klodwig, bitte fang nicht gleich schon wieder an. Ich gehe. So, dann wiederholen wir den Geschichtsstoff. Schlag das Buch auf, Seite 29. Frau Lehrerin, schreiben Sie denn den Stoff nicht an die Tafel? Die Vertretung hat immer alles an die Tafel geschrieben. Frau Lehrerin, was ist mit dem Test? Was für ein Test? Ich mache da weiter, wo wir aufgehört haben. Und jetzt unterbrecht mich nicht ständig. Was ist denn bloß mit ihm los? Das ist bestimmt die Wiedersehensfreude. Der Verkehrsunterricht. Also, Kinder, Ruhe bitte. Heute findet der Unterricht im Freien statt. Deshalb verschieben wir Adalberts Vortrag über die 4 Jahreszeiten auf ein andermal. Ja, das ist eine super Nachricht. Frau Lehrerin, das ist aber sehr schade. Ich habe alles vorbereitet, Zeichnungen angefertigt und Reißzwecken mitgebracht, um sie anzuheften. Na, Pech für dich, du alter Streber. Das reicht jetzt, Kinder. Ja, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr dumm bleiben, euer Leben verpfuschen und ihr werdet im Gefängnis enden. Dazu müsste der Direktor schon meinen Vater holen. Der ist Polizist, damit er uns verhaften kann. Roland, da ist ja dein Vater. Aufstehen. Hinsetzen. Kinder, heute wird euch dieser Polizeibeamte im Rahmen der Verkehrserziehung ein Stündchen Verkehrsunterricht geben. Hast du gewusst, dass dein Vater herkommt? Natürlich nicht. So, ich gehe wieder. Ich verlasse mich darauf, dass ihr dem Beamten genauso aufmerksam zuhört wie eurer Lehrerin. Mann, hast du ein Glück. Ein Vater, der die Lehrerin vertritt, hätte ich auch gern. Heute, Kinder, werden wir uns im Unterricht mit Sauerkraut beschäftigen. Also, Kinder, als Spezialist für Verkehrsregeln werde ich alle eure Fragen dazu beantworten. Herr Polizist, haben Sie schon mal Diebe verhaftet? Wie kriegt man eine Polizeiuniform? Ist es gleich schlimm, ob man ein Ei oder ein Hühnchen klaut? Nicht alle durcheinander, Kinder, sonst üben wir Grammatik. Oh nein, Frau Lehrerin, dann will ich lieber meinen Vortrag halten. Gut, ihr seid ja alle richtig begeistert. Deshalb gehen wir jetzt auch in den Hof und üben ein bisschen. Ja! Und vor allem seid schön brav, Kinder, ja? Machen Sie sich keine Sorgen, ja? Ich bleib ja bei Ihnen und passe auf. Ist nicht nötig. Da gibt es viel Schlimmeres als Kinder, worauf man aufpassen muss. Hey, Max, geh da weg. Ich kann nicht sehen, du mit deinen langen Beinen. Ich kann doch nichts dafür, dass du so ein Zwerg bist. Nick hat recht. Wenn man so groß ist, muss man höflich sein und sich hinter die anderen stellen. Nein, lassen Sie mich nur machen, mein Herr. Ein Revierpolizist ist auf alles vorbereitet. Los, gib her. Nein, Papa, bitte nicht. Die gehört mir. Konfisziert. Nach dem Abendessen kriegst du sie wieder. Haben Sie gesehen? Autorität ist bei mir was Natürliches. So, Kinder, kommt. Hier ist die erste Übung für euch. Die grüne Ampel. Damit man sicher auf dem Fußweg die Straße überqueren kann, muss man warten, bis die Ampel grün ist. Dieb hinterher rennt und es ist rot, muss man dann stehen bleiben? Und wenn die Autos doll bremsen müssen, platzen dann die Reifen? Herr Polizist, Herr Polizist! Herr Polizist. Einer nach dem anderen. Also, wenn die Autos bremsen, dann passiert überhaupt nichts. Und was nun die Diebe angeht, nun ja.
Ich dachte, ein Polizist ist auf alles vorbereitet, nicht wahr? So, das genügt. Wir kommen jetzt zur nächsten Übung, Kinder. Wie ihr seht, ist das hier eine Kreuzung. Mein Vater sagt, eine Kreuzung ist sehr gefährlich und deswegen muss man da so schnell wie möglich rüber. Nein, weil sie so gefährlich ist, muss man ganz besonders aufpassen und sehr langsam fahren und die Vorfahrt von rechts beachten. Meine Mutter hat immer Vorfahrt, nicht nur von rechts. Zumindest denkt sie das wahrscheinlich, sagt mein Vater, so wie sie mit unserem Auto fährt. So, wir werden jetzt mal überprüfen, ob ihr wisst, wo rechts und wo links ist. Hebt alle die rechte Hand, bitte. Na und, was ist denn? Ach, nein, mein Junge, falsch. Rechts ist die andere Hand. Hör mal zu, ich verrate dir jetzt mal einen Trick, damit du dich nicht mehr irren kannst. Die rechte Hand ist da, wo der Daumen links ist. Und die linke Hand ist da, wo der Daumen rechts ist. Tja, ist doch ganz einfach. Hm? Otto, hör mal. In der rechten Hand hältst du das Messer und in der linken die Gabel. Ja klar, jetzt habe ich's geschnallt. Und der Teller, der ist geradeaus. Na bitte, das ist eine klare und einleuchtende Erklärung. Gut. Kinder, jetzt kommen wir zu einer praktischen Übung. Ich bin sicher, Herr Hühnerfeld wird euch dazu gern die Fahrräder ausleihen. Ja! Ja! Seht mir mal tief in die Augen, Jungs. Ich will, dass ihr euch ruhig verhaltet, wenn ihr euch die Fahrräder nehmt. Und es ist ein Fahrrad für jeden da. Ja! Ich will das für die meisten Gänge. Am besten ein Mountainbike. Ich will einen Korb vorne dran für meine Brote. Das ist das Größte, das ist meins. Hey! Ich habe die längsten Beine. Es gibt hier nur einen, der groß ist, und das bin ich. Ich habe doch gesagt, ruhig. Da ihr das nicht befolgt, werde ich die Räder verteilen. Oh. Das wollte ich nicht, ein Mädchenrad. Na und meins, das hat nicht mal eine Gangschaltung. Der Erste, der was gegen mein Rad sagt, also dem werde ich eine reinhauen. Verstanden? So, das hier ist für dich. Du kannst jetzt zu deinen Klassenkameraden gehen. Aber da ist ja gar kein Licht dran. Das sag ich meinem Vater. Und du kriegst das letzte Fahrrad. Aber es ist doch gar kein Fahrrad mehr da. Und was wollen wir jetzt machen? So, Kinder, der Parcours ist fertig. Oh, mein Vater kann aber echt gut malen. Hey Jungs, seht mal, da kommt aber ein großes Baby an. Hey Nick, du hast deine Nuckelflasche vergessen. Dem Nächsten, der sich über mich lustig macht, dem hau ich eine rein. Als Vertreter des Bildungswesens ist man auf alles vorbereitet. Ich habe das Dreirad aus dem Kindergarten gegenüber geliehen. Gut, bevor ihr losfahrt, das sind die drei Verkehrszeichen, die ihr sehen werdet. Es ist ganz einfach. Beim Stoppzeichen stoppt ihr, bei Vorfahrt gewährt ihr Vorfahrt und bei diesem Verbotsschild... Da sind wir verboten, oder? Nein! Bei diesem Schild ist die Einfahrt verboten. So, du fährst als Erster. Du hast das kleinste Fahrrad, mein Junge. Ah. Wieso er denn? Das ist ungerecht. Hey, Nick, du Schnecke, du hältst uns alle auf. Du kannst ja mal mit meinem Dreirad fahren, wenn du willst. Hey, du Trantüte, du fährst mir ja gleich rein. Pass doch auf, Mensch. Nein, meine Reißzwecken. Tja, auf alles vorbereitet, so war das doch, nicht wahr? So, dank dieses Flickens ist der Reifen eures Kameraden wieder in Ordnung und wir können jetzt weitermachen. Mann, der ist echt prima, der Flicken. Klodwig hat wirklich Glück. Wir bei der Polizei handeln auch vorausschauend, wie Sie sehen. Oh nein. Können wir auch so einen tollen Flicken bekommen? Was sagten Sie doch gerade eben? Oh, so, das war's. Jetzt können wir endlich weitermachen. Los, alle rein, aber schnell, ja?
Ich glaube, das wird noch eine Weile regnen. Genau, ich finde, das sollten wir nutzen. Dann kann ich endlich meinen Vortrag halten. Oh nein, das war nicht in Frage. Dich hat keiner gefragt, du Streber. So ein Regen ist nur was für Lehrerins Lieblinge. Wie steht's mit dem Verkehrsunterricht? Na, bei dem Regen wird das nichts. Und warum machen Sie dann nicht drinnen weiter? Ja, voll! Ihr könnt losfahren, Jungs. Sehen Sie, alles läuft auch wie am Schnürchen. Mach den Weg frei. Ich hab Vorfahrt, du Knalltüte. Wie sagten Sie doch eben? Nein, ich habe Vorfahrt. Das sage ich meinen Eltern. Und dann werden sie dich von der Schule schmeißen. Hey, ihr beiden. Zu den Verkehrsregeln gehört auch Höflichkeit. Ja, Herr Polizist. Los, weg da! Der Erste, der sich mir in den Weg stellt, dem hau ich eine rein. Du da, komm sofort her. Was machst du denn da, Otto? Es ist grün. Kannst du denn nicht warten? Ich hab doch noch nicht aufgegessen. Na, mir ist das egal. Ich überhole. Oh, kannst du denn nicht aufpassen, wo du hinfährst? Entschuldigung. Georg, du hast ein Stoppzeichen überfahren. Wenn du nicht fahren kannst, musst du laufen. Ich muss nicht fahren können. Ich werde später mal einen Chauffeur haben, wie mein Vater. Also, das sage ich meinem Vater. Und der steckt dich ins Gefängnis. Komm sofort da runter, Roland. Was ist denn das für ein Lärm? Den höre ich bis ins Büro. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Direktor. Ich habe alles unter Kontrolle. Gehen Sie weg, Herr Direktor. Oh. Ich bin mitten auf der Kreuzung. Ja! Oh, ich glaube, das reicht erstmal. Für heute ist der Verkehrsunterricht beendet. Der Tag heute war echt super. Ja, du hast Glück, Roland, dass du so einen Vater hast, mit dem man so viel Spaß haben kann. In meinem ganzen Berufsleben ist mir sowas noch nicht passiert. Das kann ich mir vorstellen. Kinder hüten ist eben was anderes als Verbrecher verhaften. Hey Leute, wie wär's? Wollt ihr alle mit zu mir kommen? Ja! 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 Hey Papa, die kommen alle mit zu mir spielen, ja? Tolle Idee, Roland. Dein Vater freut sich sicher sehr, wenn er uns alle wieder sieht. Max, der Zauberer. Was ist denn los? Max hat einen Zauberkasten von seinem Onkel bekommen. Achtung! Ich werde gleich einen absolut unglaublichen Zaubertrick vorführen. Aber erstmal brauche ich einen Assistenten, wie jeder Zauberer. Ich melde mich freiwillig. Da kannst du mir erklären, wie das geht. Ja, mal sehen. Ich werde Nick jetzt bitten, diese Schnur in zwei Teile zu schneiden. Ich habe einen echt verblüffenden Trick erwartet. Zum Beispiel Otto den Appetit wegzuzaubern. Abracadabra! Puste mal, Nick. Oh, super! Bravo! Ich hab auch einen Zauberkasten. Ist doch ein uralter Trick. Den kriegt sogar ein Volltrottel mit links hin. Der Volltrottel bist du. Du wirst schon sehen, was ich mit links mache. Lass doch, Max. Zeig ihm lieber einen anderen Trick. Einen echten Supertrick, weißt du? Nick, hol mir doch mal was, dass ich für den Alleskönner Herrn Georg verschwinden lasse. Hier, nimm den Ball. Spinnst du? Doch nicht den Ball. Womit spielen wir denn, wenn er ihn verschwinden lässt? Ja, das stimmt. Hey, Otto, borg uns deinen Schokoladenkuchen. Du kriegst ihn nachher wieder. Warte mal, wenn er ihn zurückkriegt, ist er doch nicht richtig verschwunden. Denk mal nach, du Affe. Max lässt ihn wieder auftauchen. Er hat einen Trick dafür. Wer ist hier ein Affe? Regt euch nicht auf. Ich gebe euch meinen Schokoladenkuchen sowieso nicht. Macht ihr das alle absichtlich oder was? Roland, gib mir deine Pfeife. Willst du? Nein. Ich finde das echt unheimlich, dass du alles verschwinden lassen willst. Hey, wenn ihr weiter so laut schreit, dann kriegt ihr alle von mir 2 Stunden Nachsitzen aufgebrummt. Habt ihr verstanden? So, und jetzt verschwindet. Also
Also wenn ihr mir versprecht, dass ihr mich nicht wieder stört, treffen wir uns auf dem Bolzplatz zu einer neuen Zaubervorführung. Warte, ich habe eine viel bessere Idee. Macht das doch einfach bei mir zu Hause. Das ist eine tolle Idee. Dann verwandeln wir euer Wohnzimmer in ein Theater. Und meine Mutter backt für alle einen leckeren Kuchen. Prima, da bin ich sofort dafür. Ha, na das möchte ich sehen. Ich dachte, wir wollen heute ins Kino. Naja, dann gehen wir eben morgen. Oh, wow! Toll! Meiner ist noch viel größer und viel schöner. Gib nicht so an, Georg. Wenn Max ihren Kuchen verschwinden lässt, haben Sie noch einen zweiten? Na, zur Not habe ich ja noch meinen Schokoladenkuchen. Man kann ja nie wissen. So, Kinder, viel Spaß und seid schön brav, ja? Los, wir bauen alles auf. Ja! Ja! Auf den ihr schon lange wartet. Der unglaubliche Max, der Zauberer. Bitte. Ich sage euch, unter diesem Hut liegt ein Pik-Ass. Und in wenigen Sekunden wird darunter nicht mehr ein Pik-Ass, sondern ein Herz-Ass liegen. Kommen aus dem Hut nicht normalerweise Hasen raus? Nein, aus dem Hut, da kommen immer Tauben raus. Tauben? Wieso nicht gleich Hühner? Du hast hier überhaupt keine Ahnung, was die Zauberer ist. Jetzt seid mal still. Wollt ihr den Trick sehen oder nicht? Abracadabra! Hey, zeig mal, ob du was in den Taschen hast. Und, bist du jetzt zufrieden? Kann ich weitermachen? Ist gut, mach schon. Aber es gibt sicher irgend so einen Trick. Ah, mein Kuchen! Gib zu, du hast ihn verschwinden lassen. Lass los, du hast deinen Kuchen sicher schon aufgegessen, Otto. Glaubst du wirklich? Ich erinnere mich nicht. Und ich habe auch immer noch ein Loch im Magen. So, jetzt reicht's aber. Wenn ihr Max nicht endlich zaubern lasst, dann kriegt ihr keinen Kuchen. Bitte, Max. Abracadabra! Der Trick ist doch bekannt. Das Herzass ist im doppelten Boden. Das stimmt überhaupt nicht. Was ist denn das hier für ein Theater, Kinder? So, das reicht. Ihr geht jetzt alle sofort raus und spielt draußen. Wären wir bloß ins Kino gegangen. Wiedersehen, Leute. Weißt du, wir brauchen einen Trick, den keiner kennt. Und vor allem Georg nicht. Aber der kennt sie alle. Na gut. Ich weiß. Hör zu, wir machen das so. Mann, das ist wirklich eine tolle Idee. Der kann echt super werden, der Trick. Tja, deswegen bin ich auch der beste Assistent der Welt. Und? Hast du dir gemerkt, was wir gestern verabredet haben? Ich denke schon. Glaubst du, dass es klappt? Natürlich. Der Plan ist klasse. Wow. Toll. Toll. Ihr werdet sehen. Max ist ein toller Zauberer. Das wird er uns gleich beweisen. Stimmt. Genau so ist es. Ihr werdet gleich etwas sehen, was ihr noch nie zuvor gesehen habt. Klar. Denn bis jetzt haben wir dich ja noch nicht wirklich zaubern gesehen. Warte mal ab. Du wirst als Erster überrascht sein. Von mir aus kannst du gern wieder den Clown machen. Aber wir wollten doch heute ins Kino gehen, oder? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass wir richtige Hasen aus dem Hut hopsen sehen. Oder noch was viel Spannenderes. Wofür ist der Vorhang für Max den Clown? Halt die Klappe und setz dich hin. Diesmal kennst du den Trick garantiert nicht. Gibt's vielleicht was zu essen? Psst, wenn du Hunger hast, geh dir was holen. Aber leise, stör Max nicht. Diesmal will ich auch etwas verschwinden lassen. Einen von euch. Oh, von uns? Einverstanden, ich bin platt. Und für diese äußerst gefährliche Nummer brauche ich einen mutigen. Einen ausgesprochen mutigen Freiwilligen. Wen nehmen wir denn da? Nick! Was, ich? Willst du wirklich mich verschwinden lassen? Ja, dich, Nick. Komm auf die Bühne und geh hinter diesen Vorhang. Abracadabra!
Seht mal, ich wusste doch, dass das Schmu ist. Du bist echt der schlechteste Zauberer der Welt. Wartet, eigentlich sollte gar nicht ich verschwinden. Wisst ihr, wer verschwunden ist? Otto. So ein Quatsch, was redest du denn bloß? Aber mal im Ernst, wo ist Otto? Mann, na sowas. Otto ist weg. Dann ist das doch ein mega toller Zaubertrick. Oller Lügner, das war doch keine Absicht. Na was denn sonst, Herr Schlaumeier? Und ich will Entschuldigungen hören, sonst lasse ich dich auf der Stelle verschwinden. Verstanden? Ja, Mann, das ist ein bisschen so wie neulich bei Nick. Da ist nicht das Pik Ass verschwunden, sondern der Schokoladenkuchen von Otto. Er hat seinen Schokoladenkuchen bis heute nicht wiedergefunden. Na gut, einverstanden. Er ist also verschwunden. Aber jetzt musst du ihn wieder herzaubern, wenn du so gut bist. Und zwar direkt. Wir wollen doch alle zusammen ins Kino gehen. Ich soll ihn wieder herzaubern? Ja, das ist ganz einfach. Ja, und bitte ein bisschen Tempo, weil nämlich der Film gleich anfängt. Aber, na klar doch. Bravo, Max, das ist eine super tolle Nummer. Otto hier verschwinden lassen, damit er im Kino wieder auftaucht. Das ist stark, findet ihr nicht? Ja, genau das werde ich machen. Übrigens, genau das ist der Clou an meiner Supernummer. Ja, stimmt. Es ist echt spitze. Was ist? Gehen wir? Ja, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Keine Sorge, ich weiß es. Geh ins Kino, steig auf die Bühne und warte ab. Otto, ich habe jetzt keine Zeit, es dir zu erklären, aber komm mit. Wir müssen Max den Zauberer retten. Wenn du wirklich willst, dass ich mitkommen soll, dann kostet dich die Sache 2 Törtchen. So, jetzt hast du deine Törtchen. Lass uns gehen. Ich liebe Zaubern. Die Karte? Geh rein. Wir müssen uns beeilen. Wir gehen durch den Ausgang rein. Und was ist nun mit deiner Zaubernummer? Los, jetzt mach schon. Was ich verspreche, halte ich. Ich lasse Otto wieder auftauchen. Abracadabra. 1, 2, 3. Mach einfach weiter, Max. Otto kommt auch gleich. Von wegen ein großer Zauberer. Ich wusste es doch. Das ist nur Schmu. Abracadabra. Sag mal, was glaubt ihr, wo ihr hier seid? Los, Otto, jetzt oder nie? Oh! Ja! Bravo! Sehr gut! Ja! Bravo! Ja. Danke! Jetzt reicht es aber. Ihr drei und eure Freunde, ihr macht, dass ihr rauskommt, ja? Du kennst doch jetzt bestimmt auch ein paar Zaubertricks. Mhm. Hey, gib her! Was machst du denn? Meine Damen und Herren, durch meine tollen Zauberkräfte lasse ich dieses Stück Schokoladenkuchen in einer Sekunde verschwinden. Achtung, seid ihr bereit? Warte, kümmere dich darum, dass es wieder auftaucht, sonst werde ich deine Zähne verschwinden lassen. Ludwig weiß was. Hey, was ist denn mit unserer Lehrerin? Die kommt doch nicht zu spät. Die hat sicher im Lotto gewonnen und kommt nicht mehr wieder. Ein Onkel von mir hat auch im Lotto gewonnen und sich eine Insel gekauft. Wow. Schokoladeninseln, die wären toll. Hoffentlich kriegen wir keine Vertretung. Na, bei dem Glück, das wir haben, kriegen wir bestimmt eine alte Hässliche mit falschen Zähnen und Haaren in den Ohren. Hm.
Die ist 100 Jahre alt, so wie die aussieht. Ja? Tut mir den Gefallen, laut zu sprechen, denn ich bin ein bisschen schwerhörig. Gut, ich glaube, ihr habt heute Morgen Erdkundeunterricht, so viel mir bekannt ist. Ich werde die Karte holen, Frau Lehrerin. Hey, Moment mal, junger Mann, wie kommst du dazu, einfach aufzustehen? Ich will nur die Karte holen für den Erdkundeunterricht. Aber was ist denn das für ein seltsames Benehmen? Man darf doch nicht einfach ohne Erlaubnis aufstehen. Du da, wie heißt du? Ludwig. Sehr schön, Ludwig. Dann geh mal und hol mir die Karte. Ja! Danke, Frau Lehrerin. Aber ich... Das reicht. Ich sehe mit Bedauern, dass wir es hier mit einem Dickkopf zu tun haben. Wie heißt du bitte? Ich heiße Adalbert. Albert? Das werde ich mir merken. Und ich rate dir, Albert, dass du dich von jetzt an nicht mehr bemerkbar machst. Verstanden? Danke, mein kleiner Ludwig. Schön, dass du so schnell gewesen bist. So. Unser heutiges Thema lautet das Auseinanderdriften der Kontinente. Was schreibt die denn bloß? Ich weiß nicht. Ich kann nichts erkennen. Sie schreibt zu klein. Hallo? Frau Lehrerin! Die hört nichts. Die ist echt taub wie eine alte Nuss. Wenn das so ist, gibt es nur eins. Man muss es ausnutzen. Oh? Hört ihr auch dieses komische Geräusch, Kinder? Hört sich an, als ob Gas ausströmt. Oh! Schnell! Verlasst das Klassenzimmer! Hören Sie, im Klassenraum strömt Gas aus. Die Schule muss unbedingt evakuiert werden. Das ist seltsam. Ich höre überhaupt nichts. Außerdem gibt es überhaupt kein Gas in der Schule. Ich... Entschuldigen Sie. Die Neue, die ist echt streng. Vor allem hat sie eine feuchte Aussprache. Selbst in England hat es nicht so viel geregnet. Ich mag sie gern. Jedenfalls schreibt sie viel zu klein. Wir werden noch alle eine Brille tragen müssen, wie Adalbert. Wir tun einfach so, als ob wir mitschreiben. Was riskieren wir denn? Sie ist doch nicht unsere richtige Lehrerin. Du hast recht, stimmt. Wir nutzen das aus und haben ein bisschen Spaß. Was? Ihr habt sie doch nicht alle, ist oder? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ach, hör schon auf, Adalbert. Du siehst doch ganz genau, dass Ludwig jetzt seinen Platz als Lieblingsschüler eingenommen hat. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin es. Ich bin es. Ich bin immer noch der Lieblingsschüler. Was soll denn das Theater? Na, Albert, musst du wieder auffallen, weil du als Letzter kommst, ja? Schreib das ab und seid schön leise. Ich komme gleich wieder. Hä? Oh, hey, setz dich gefälligst wieder hin. Dein Vater ist doch nicht Glaser. Rutsch rüber. Du versperrst uns die Sicht auf die Tafel. Ein bisschen leiser bitte, Georg. Du gehst sofort wieder auf deinen Platz. Oh. Ah. Hör auf damit. Ah. Aufhören. Wer hat dich denn gefragt, blöder Streber? Na wunderbar. Nennt ihr das hier vielleicht leise eure Erdkundeaufgabe abschreiben? Und was dich angeht, da du so gern den Hanswurst spielst, machst du das in der Ecke. Und ich will nichts mehr von dir hören. Das ist nicht gerecht. Das sage ich alles meiner Mutter und meinem Vater. Sie werden schon noch sehen. Das Einzige, was ich sehen werde, ist dein Heft. Du bekommst einen Eintrag. Den müssen deine Eltern bis morgen unterschreiben. Was? Das ist ja nicht. Adalbert? So, ich nehme an, alle hatten ausreichend Zeit, das abzuschreiben, nicht wahr? Natürlich werden wir morgen früh darüber einen Test schreiben. Na prima, Leute. Da haben wir alle eine 6 sicher. Warum? Ich dachte, Georg hätte alles abgeschrieben. Hab keine Zeit gehabt. Es ist gar nicht leicht, im Stehen zu schreiben. Du hast vielleicht gut reden, Mann. Wir müssen Adalbert bitten, dass er uns den Stoff gibt. Das ist unsere einzige Chance. Hey, Adalbert! Aua, ich hab doch eine Brille. Ihr dürft mich nicht schlagen. Wir wollen dich doch nicht hauen, du Blödmann. Hä? Wir wollen nur, dass du uns ein Heft borgst, weil wir den Stoff abschreiben müssen. Oh nein, mein Lieber, das kommt nicht in Frage. Euretwegen habe ich einen Eintrag in mein Heft bekommen. Und den Eintrag muss ich meinen Eltern erklären. Wenn wir dir mit dem Eintrag helfen, hilfst du uns dann mit dem Unterrichtsstoff? Na, dann sagt mir erst mal, wie ihr mir helfen wollt. Och, dann mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß, wie das mit den Unterschriften geht.
abgeschlossen. Ich brauche wenigstens die Unterschrift deiner Mutter, sonst kann ich sie nicht nachmachen. Ach, das wird nichts. Und alles wegen dieser blöden Vertretung. Ohne sie wäre ich immer noch der Lieblingsschüler und alles wäre gut. Die Rettung, Mann! Sie ist doch neu und da kennt sie die Unterschriften nicht. Wir können also irgendwie unterschreiben. Sie merkt es nicht. Stimmt, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Danke, das ist prima von euch, dass ihr mir mit der Unterschrift geholfen habt. Bringt es mir einfach zurück, wenn ihr alles abgeschrieben habt. Vielen Dank, Adalbert. Du bist ein toller Kumpel. Also der war ganz schön schwer, der Stoff von der Vertretung. Ja, ich habe ihn x-mal lesen müssen, damit ich ihn begreife. Jetzt kann ich ihn auswendig, aber ohne Absicht. Ja, zum Glück hast du uns dein Heft gegeben. Stimmt, du bist ganz schön nett. Jetzt bist du nicht mehr Lehrerins Liebling. Ach, ist doch normal, dass man sich unter Freunden aushilft. Bist du blöd, so zu schubsen? Ich will einen Platz hinten. Die Vertretung spuckt mir sonst den ganzen Tag wieder ins Gesicht. Du da, du siehst mir so aufgeregt aus. Setz dich hier nach vorn, damit ich dich beobachten kann. So, ihr nehmt alle ein weißes Blatt raus. Wir schreiben jetzt den Test über den Erdkundestoff von gestern. Ist es so richtig? Sag mal, weißt du vielleicht die zweite Frage? Spinnst du? Was machst du da? Ich bin fertig, also beschäftige ich mich. Sieh mal. Gib das mal her. Oh. Oh, das ist ja... Du bleibst in der Pause drin und du kannst schon mal dein Heft vorbereiten. Ist mir noch wurscht. Er darf aber nicht glauben, dass wir uns jedes Mal um sein Heft kümmern. Sei schön brav, Albert, und erledige deine Strafarbeit. Ich finde, noch nie war ein Test so leicht. Ja, eine taube Lehrerin ist super praktisch, weil man sich die Antworten zurufen kann. Das habe ich nicht gebraucht. Ich habe alles gewusst. Das war vielleicht ein komisches Gefühl. Zu unserer Zeit war das nicht so. Was machst du denn da mit dem Klebstoff? Wieso? Ist nur ein kleiner Scherz. Ihr habt gesagt, wir müssen ausnutzen, dass unsere Lehrerin nicht da ist. Hör auf! Adalbert, du spinnst! Nein, mach das nicht! Doch, ihr werdet sehen, es wird lustig. Achtung, sie kommt! Aber was ist denn das? Geht Klebstoff. Oh, das gibt es doch nicht. Ich sehe, ihr seid eine Klasse von kleinen Witzbolden. Na gut, euer Pech. Eure Arbeiten sind unlesbar. Also morgen das Ganze nochmal. Oh nein. Das geht auch für dich, mein kleiner Ludwig. Tut mir leid. Oh nein, nein, das ist aber ungerecht. Na prima, da hätten wir endlich mal eine gute Note kriegen können. Ja, war echt besser, als Adalbert noch Lehrerins Liebling war. Da gab es keine zwei Tests auf einmal. Hey, wollen wir ein bisschen Fußball spielen? Ich nicht. Ich muss für morgen üben. Lehrerins Liebling. Und ihr? Seid ihr mir etwa böse wegen der Sache? Es war doch lustig. Lustig? Findest du es lustig, dass wir den Test nochmal schreiben müssen? Ja, außerdem wollen wir dich nicht in der Bande. Mit dir nimmt es nochmal ein schlimmes Ende. Eure Lehrerin kommt wohl zu spät. Geht schon rein. Ich gebe dir ein Stück Schokolade, wenn du dich für mich in die erste Reihe setzt. Ja, mache ich. Aber ich will 2 Stück Schokolade und 3 Butterhörnchen. Oh, ja, einverstanden. Guten Tag, Kinder. Geht schnell auf eure Plätze. Nein, nicht mehr nötig. Die Vertretung hat mir gesagt, dass ihr während meiner Abwesenheit sehr anstrengend wart. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt wieder anständig benehmt. Adalbert, hol mir bitte die Kreide. Aber Frau Lehrerin, ich möchte... Ach nein, Klodwig, bitte fang nicht gleich schon wieder an. Ich gehe.
So, dann wiederholen wir den Geschichtsstoff. Schlag das Buch auf, Seite 29. Frau Lehrerin, schreiben Sie denn den Stoff nicht an die Tafel? Die Vertretung hat immer alles an die Tafel geschrieben. Hä? Frau Lehrerin, was ist mit dem Test? Was für ein Test? Ich mache da weiter, wo wir aufgehört haben. Und jetzt unterbrecht mich nicht ständig. Oh. Was ist denn bloß mit ihm los? Das ist bestimmt die Wiedersehensfreude.